Das iRights Lab präsentiert Amit in Transit, der Podcast über datengetriebene Mobilität. Hallo, heute werden wir intim. Wir sprechen über Mobilitätsdaten, die besser privat bleiben sollten. Wo ich hingehe, wie häufig, wo ich bleibe und wie lange. Das alles geben viele von uns täglich preis. Wer sich nicht tief in die Datenschutzeinstellungen seines Smartphones reinwühlt, zeichnet damit pausenlos Bewegungsdaten auf und überlässt sie somit App-Anbietern. Meine beiden Podcast-Gäste für diese Folge sind Spezialistinnen auf dem Gebiet von Data Privacy und bringen Methoden mit, um Mobilitätsdaten zu anonymisieren. Wir sprechen darüber, dass Unternehmen Daten nutzen sollten, um ihre Produkte zu verbessern. Aber ich meine, vieles dieser Datensammlerei ist einfach nicht notwendig für die Funktionalität der jeweiligen Anwendung. Und dass mehr Daten alleine nicht immer die Lösung sind. Was ist denn genau das Ziel? Also sehr häufig wird sich da nicht unbedingt die Mühe im Vorhinein gemacht, genau zu definieren, welche Daten möchte ich benutzen, um damit welche Ziele zu erreichen. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Alexandra Karp. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft bei Helena, die heute hier auch mit dabei ist, und arbeite da in dem Projekt FreeMove zum Thema Privatsphäre, schonende Modellierung und Analyse von Mobilitätsdaten. Das ist auch das Thema, zu dem ich in dem Bereich promoviere aktuell an der TU Berlin. Mache ich weiter. Helena Michaljevic, Professorin an der HTW Berlin für Data Science. Ansonsten so ganz grundsätzlich mache ich gerne verschiedene Projekte rund um Daten- und Algorithmenthemen. So ein bisschen querbeet, aber eigentlich so Themen wie Privatsphäre, schonende Datenerhebung, Datenanalyse interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und das ist schon das zweite Projekt in dem Bereich. Bevor wir auf euer gemeinsames Projekt kommen, FreeMove, noch einmal zu Open Traffic Count. Das ist ja dein Empfand-Projekt, Helena, was auch schon abgeschlossen ist. Und da ging es ja um Bilderkennung bei Verkehrszählung und dass ihr das eben datenschutzkonform gestalten wollt. Wie ging das vonstatten? Und zweite Frage, bedeutet das auch, dass es normalerweise nicht datenschutzkonform abläuft? Ja, beides, genau. Das Projekt hatte zum Ziel, eigentlich so einen bestehenden Technologiestack zu evaluieren, wie gut er eigentlich funktioniert. Das Objekt der Begierde ist die Open Data Cam. Also letztendlich, würde ich sagen, eine Anleitung und Ansammlung von ein paar Hardware-Komponenten und ein bisschen Software, die man selbst zusammenbauen kann. Je nach technischem Skill-Level kann das sehr lange dauern oder halt ganz kurz. Und das Schöne ist aber, es kostet wenig Geld und man kann diese Kamera, sagen wir mal, auf irgendeine Straße ausrichten oder auf eine Kreuzung oder einen Kreisverkehr und dort halt eben zählen, wie viele Objekte welcher Art da jeweils durchlaufen. Man kann so die Trajektorien aufzeichnen, aber es werden halt keine Bilder aufgezeichnet. Also wurde sich zu Nutzen gemacht, der Fortschritt im Bereich der Computer Vision der letzten Jahre, dass man Algorithmen entwickelt hat, die in der Lage sind, verschiedene Objekte ziemlich akkurat zu erkennen, und aber diese Inferenz in sehr kurzer Zeit durchzuführen, sodass es nicht notwendig ist, auf einer Festplatte die Daten zu speichern, sondern sie werden halt im Arbeitsspeicher kurz zwischengespeichert und dann sofort gelöscht. Und das ist so das, was daran quasi sehr privatsphäreschonend ist. Und es wäre natürlich nicht privatsphäreschonend, wenn ich diese Bilder irgendwo speichern würde, weil dann muss ich mich darum kümmern, wo ich sie speichere, wie transportiere ich sie irgendwo hin, was mache ich mit ihnen. Und das machen ziemlich viele Systeme in dem Bereich. Systeme bedeutet auch Systeme, die in Deutschland gerade schon im Einsatz sind? Ob sie in Deutschland im Einsatz sind, weiß ich nicht, aber in Europa auf jeden Fall. Aber ja, doch, eigentlich weiß ich sogar von Berlin, dass Technologien verwendet werden, die auf jeden Fall so Daten auch speichern. Um eine ziemlich hohe Genauigkeit zu erzielen, werden dann auch die Bilddaten dann teilweise auch Samples davon angeguckt, überprüft. Wenn man dafür auch viel Geld bezahlt, damit das möglichst akkurat ist, dann wird halt oftmals auch nochmal so zusätzliche Arbeit reingesteckt. Und dafür will man dann natürlich auch die Bilddaten speichern. Wir wollten aber gucken, wie gut funktioniert es, wenn man es eben nicht macht. Wie gut funktioniert es für welche Objekte, unter welchen Umständen. Das haben wir gemeinsam mit der Technologiestiftung gemacht. Das war ein schönes Projekt, hat aber gewisse Implikationen natürlich an so technischem Know-how bei denjenigen, die es zum Einsatz bringen müssen. Und wozu brauchen Städte eigentlich diese Art von Verkehrszählung? Man kann sich verschiedene Anwendungsszenarien tatsächlich vorstellen. Sagen wir mal, wir sind in einer Stadt wie Berlin und möchten gerne argumentieren, dass eine Straße vielleicht zu einer Fahrradstraße umgewidmet werden sollte. Dann braucht man dafür in der Regel auch ganz gute Argumente, um eben sagen zu können, okay, das wird hier zum Beispiel stark von Fahrrädern frequentiert.
Und dafür wären natürlich solche Daten extrem gut. Man könnte sich sowas auch vorstellen als Technologie, die ganz gut eingesetzt werden kann, um beispielsweise zu sehen, wie die Effekte von bestimmten baulichen Maßnahmen in der Stadt aussehen. Also ich könnte dann beispielsweise Verkehr in einer bestimmten Umgebung, könnte ich beobachten, könnte ich zählen und mir dann angucken, okay, was passiert, wenn jetzt eine bestimmte Veränderung stattfindet. Und weil solche Maßnahmen beispielsweise eben Effekte auf verschiedene Teile der Stadt haben können, brauche ich zum Beispiel auch viele solcher Geräte. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass sie mobil sind, dass sie günstig sind, dass ich sie relativ leicht irgendwo aufsetzen kann, etc. Und das ist natürlich der Vorteil von so einem System, verglichen mit etwas, was halt große bauliche Maßnahmen nach sich zieht, wie jetzt so die typischen Radzählgeräte. Das kann ich jetzt nicht einfach irgendwo in die Straße einbauen und dann mal irgendwie zählen. Das geht nicht. Ja. Alexander, das ist ja auch dein Spezialgebiet. Warum sind Mobilitätsdaten eigentlich sensible Daten? Ja, wenn ich mir vorstelle, mein gesamtes Bewegungsprofil über die letzten Stunden, Tage, Wochen, was da für Informationen drinstecken. Also da steckt irgendwie drin, klar, erstmal, wo ich wohne, wo ich arbeite, dann aber vielleicht auch, welche Ärztinnen ich besucht habe oder ob ich zu anderen sensiblen Einrichtungen gegangen bin. Also beispielsweise gab es da jetzt einen Fall in Amerika, wo das Thema Abtreibung wieder ganz akut wurde, dass anhand von vermeintlich anonymisierten Daten, die man käuflich erwerben konnte, herausfinden konnte, welche Personen Abtreibungskliniken aufgesucht haben. Genau, also so kann man sich, glaube ich, eine Reihe von Daten vorstellen oder Orten vorstellen, die da sehr sensibel sind und wo man vielleicht nicht möchte, dass jeder weiß, dass man sich dort aufgehalten hat. Selbst wenn man vielleicht denkt, gut, eigentlich gibt es da jetzt nicht so viele Orte, eigentlich kann jeder wissen, wo ich irgendwie unterwegs bin, gab es auch einen ganz spannenden Artikel von einem Norweger, der auch über die DSGVO angefragt. Da gibt es ja das Recht als Betroffener, dass man alle seine Daten, die ein Unternehmen über einen hat, anfragen darf und hat praktisch sein gesamtes Bewegungsprofil sich da einmal angeschaut und war dann schon so ein bisschen ja, schockiert, wenn jeder exakt auf die Minute genau weiß, an welchem exakten Ort man sich irgendwie wo aufgehalten hat. Kurze Verständnisfrage, bei wem hat er das angefragt? Bei welchem Unternehmen? Das war tatsächlich nicht eine einzige App, sondern das war so eine Art Mittelsunternehmen, weil viele Apps ihre Daten weiterverkaufen und es dann praktisch so übergeordnete Unternehmen gibt, die aus verschiedenen Apps heraus diese Mobilitätsdaten sammeln und dann wiederum auch weiterverkaufen. Und wie das möglich ist, dass über die verschiedenen Apps eine Person praktisch identifiziert werden kann, ist über die Werbe-ID. Das ist auch etwas, was ich gar nicht so lange weiß und was, glaube ich, sehr viele auch nicht wissen. Das kann man bei sich in seinem Smartphone in den Einstellungen nachgucken. Da hat jedes Gerät eine eindeutige Werbe-ID. Greift gerade schon mal zum Handy, ja? Die immer an diese Apps weiter übermittelt wird und wo dann auch appübergreifend praktisch möglich ist, Daten einer Person wieder zusammenzuführen. Man kann in seinen Einstellungen ausstellen, dass diese Werbe-ID mitgeliefert wird. Man kann auch ja, diese löschen und sich eine neue geben lassen, sodass die neuen Daten nicht mehr mit den alten in Kombination gebracht werden können. Aber muss man sehr, sehr tief in seine Smartphone-Einstellungen reingehen und überhaupt erst mal wissen, dass es diese Einstellung so gibt. Bedeutet eigentlich, wenn wir uns davor schützen wollen, dass wir genau getrackt werden können, jeder im Prinzip, der es wissen möchte, weiß, wo ich gerade war und wo ich wahrscheinlich auch mal wieder hingehen werde, dann müsste ich quasi mir verschiedenste Sachen angucken, Podcasts hören, Verbraucherschutztipps angucken, damit ich ganz genau weiß, was ich bei meinem Handy ausstellen muss. Aber wer macht das denn? Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest für mich kann ich sagen, dass ich jetzt nicht genau sagen kann, welche der einzelnen Apps auf meinem Handy welche genauen Daten von mir abspeichern, an Dritte weitergeben, weil vieles dieser Informationen häufig gar nicht so genau verfügbar ist. Unternehmen sprechen natürlich auch nicht unbedingt so gerne im hohen Detailgrad drüber. Bis zum gewissen Grad sind sie laut DSGVO verpflichtet, diese Informationen in ihrer Datenschutzerklärung preiszugeben, aber das ist häufig auch nur sehr... Da ist auch die Frage, wer liest die Datenschutzerklärung, bevor er zustimmt? Genau, insofern ist da wahrscheinlich auch der falsche Punkt, bei den Einzelpersonen anzusetzen und zu sagen, okay, jeder Einzelne muss jetzt exakt wissen, wie ich wo meine Einstellungen setzen darf, welche Apps ich haben sollte und welche nicht. Ja, das eher wahrscheinlich über eine regulatorische Ebene zu machen, wo es ja in Europa mit der DSGVO eigentlich auch schon eine gute Handhabe gibt. Also ich würde da auf jeden Fall mitgehen, dass es ziemlich viel Last ist, die auf Einzelpersonen abgewälzt wird, die ganze Zeit Dinge auswählen zu müssen.
Manche machen sowas, Personen, denen ihre Privatsphäre sehr wichtig ist und die da ein sehr hohes Bewusstsein für haben, die verzichten daneben auf die Bequemlichkeit und kümmern sich da ordentlich drum. Die meisten tun es sicherlich nicht. Also es gibt ja auch Projekte und technologische Entwicklungen, die so in die Richtung gehen, dass ich auch möglichst bequem viel Privacy auf meinen Geräten bekommen kann. Aber auch das ist nicht allzu weit verbreitet. Und oftmals ist es auch so, dass Funktionalitäten eingeschränkt sind, wenn man bestimmte Daten nicht preisgibt. Und ich würde behaupten, es ist aber nicht unbedingt immer notwendig, dass sie eingeschränkt sind. Also dass ich da unbedingt Einbußen in Funktionen haben muss. Ich meine, vieles dieser Datensammlerei ist einfach nicht notwendig für die Funktionalität der jeweiligen Anwendung, sondern sie werden halt erhoben, um unter anderem auch für irgendwelche Analysen verwendet zu werden, weiterverkauft zu werden etc. Also Datensparsamkeit im Sinne der Funktionalität der jeweiligen Anwendung, würde ich mal behaupten, okay, ist nicht unbedingt der Fokus. Ist ein guter Punkt. Datensparsamkeit, da frage ich mich jetzt aber, wenn ich eine Maß-App habe, also wenn ich möchte, dass man über meine App quasi das Mietauto, den Zug, Bus und auch die Roller mieten kann, dann will ich ja am besten so viele Daten von KundInnen wie möglich haben, um denen auch ein entsprechendes Angebot machen zu können, um meine App zu verbessern. Ist doch auch eigentlich ein legitimes Vorhaben, oder? Ja, würde ich sagen, ist ein legitimes Vorhaben, gilt, glaube ich, auch rechtlich als ein legitimes Vorhaben. Dafür müsste man aber sagen, in welche Richtung man die App verbessern will, eigentlich. Ich müsste sagen, was ist sozusagen der Verbesserungszweck und welche Daten brauche ich dafür, um zu wissen, in welche Richtung ich es verbessern soll. Dann könnten wir uns grundsätzlich darüber unterhalten, ob ich Verbesserungspotenziale immer aus den Nutzungsdaten sehe oder ob ich dafür nicht eigentlich andere Erhebungsmethoden anwenden müsste. Also zum Beispiel sehe ich ja nicht, was andere Menschen benötigen würden, die meine App nicht benutzen. Das ist ja etwas, was ich sozusagen aus diesen Daten niemals rauslesen kann. Das würde ich mal jetzt betrachten als so eine Art, so ein bisschen so ein Graubereich. Was ist Verbesserung, was ist nicht? Da kann man irgendwie sich streiten und rumargumentieren. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, was ist eine gute Begründung dafür, Telekommunikationsdaten zu verkaufen? Hat man mir bisher eigentlich nicht so richtig gut mitteilen können. Verstehe ich nicht. Warum sollte irgendjemand wissen, in welche Mobilfunkzelle ich mich wann eingeloggt habe? Es gibt haufenweise Studien, die zeigen, dass selbst hochgradige Aggregation solcher Daten nicht safe ist. Da muss man sich schon fragen, ich will doch nur einen Telefonvertrag haben. Ich will doch nur ein Handy benutzen können und ich zahle doch dafür. Also was soll das? Warum weiter verticken? Das verstehe ich nicht. Und das ist etwas, um das man kaum herumkommt. Also ein Leben ohne Telefon ist ziemlich schwer zu bewerkstelligen. Ich kann ja ein Opt-out machen, werden sich die meisten wahrscheinlich dann nicht angucken und nicht auswählen. Und quasi wird der Großteil der Menschen nicht wissen, dass ihre Bewegungsdaten, also es sind ja schon ziemlich weit aufgeschlüsselte Bewegungsprofile, dass die einfach in irgendwelchen Händen landen. Und welche Lösungen auch für dieses Problem wollt ihr eigentlich mit dem Projekt FreeMove dagegen entwickeln? Was Helena und ich uns vor allem anschauen, ist die Frage, wie können Daten anonymisiert werden und dabei aber gleichzeitig noch für bestimmte relevante Zwecke einsetzbar sein. Also gerade das Beispiel, was du genannt hattest, wenn man einen Maßanbieter hat, der die verschiedenen Nutzungsdaten hat. Und dann fängt es da nämlich eigentlich schon an. Dann ist erstmal die Frage, was ist denn genau das Ziel? Also sehr häufig wird sich da nicht unbedingt die Mühe im Vorhinein gemacht, genau zu definieren, welche Daten möchte ich benutzen, um damit welche Ziele zu erreichen. Sondern es heißt erstmal, wir brauchen die Nutzungsdaten, weil offensichtlich besteht da Potenzial, dass wir damit Dinge analysieren können, die unserer App helfen. Und das macht es dann relativ schwierig, maßgeschneiderte Anonymisierungsverfahren zu entwickeln, die darauf passen, weil das eigentlich gar kein gut definierter Zweck ist. Und die Dinge, an denen wir arbeiten, zum einen überhaupt erstmal der Prozess. Wie muss ich eigentlich vorgehen, wenn ich sinnvoll mit meinen Daten umgehen möchte? Also sprich, ich muss erst einen Zweck definieren, muss genau sagen, welche Daten möchte ich haben, um mir dann anschauen zu können, welche Anonymisierungsverfahren sind geeignet für bestimmte Ziele. Und das ist, wo wir dann vor allem eher von der technischen Seite uns das anschauen. Also beispielsweise sind häufig ja gar nicht mehr die Rohdaten nötig, sondern häufig reichen schon irgendwelche Aggregationen, um Informationen zu erhalten für meine Ziele. Und sprich, wenn ich die Daten erstmal aggregiert habe auf einem Level, reicht nicht unbedingt als Anonymisierung, aber ist schon mal ein guter erster Schritt im Gegensatz dazu, ich möchte die Rohdaten meiner NutzerInnen auf unbestimmte Zeit erstmal speichern. Und kannst du da ein Beispiel nennen, also wie man es verbessern könnte durch eine Anonymisierungsmethode?
Genau, also was wir uns angeschaut hatten, war erstmal, was sind typische Aggregationen, die ich mit Mobilitätsdaten mache. Also ich schaue mir auf einer räumlichen Fläche an, wie ich die Daten aggregiere. Ich schaue mir irgendwie auf verschiedenen zeitlichen Ebenen an, wie viel Nutzerinnen, Fahrerinnen ich da habe, beispielsweise über die Woche verteilt, über den Tagesverlauf verteilt. Auch die Kombination an räumlich-zeitlichen Auflösungen, also um welche Uhrzeit sind an welchem Ort besonders viele Leute beispielsweise. Fragen wie Quelle-Ziel-Verbindungen, also so diese typischen Aggregationen, die man normalerweise mit Mobilitätsdaten ausführt. Und dann als zweiten Schritt mit sogenannte Differential Privacy Methoden. Das ist jetzt ein Begriff vor allem aus der Privacy-Forschung, der Standard für Privatsphäre aktuell darstellt. Dort in der Forschung ist es im Prinzip ganz runtergebrochen eine mathematische Garantie, die mir sagt, mit welcher Restwahrscheinlichkeit ich noch einzelne Personen in einem Datensatz identifizieren kann. Ganz grob gesagt wird das häufig beispielsweise über Rauschen gemacht. Also beispielsweise, ich habe jetzt die Anzahl Personen auf einer räumlichen Ebene und dann benutze ich nicht die exakten Zahlen, sondern ein entsprechend dieser mathematischen Garantie definiertes Verfahren, um Rauschen auf diese einzelnen Zahlen zu legen, was es dann eben schwieriger macht, einzelne Personen wieder zu identifizieren. Ja, Rauschen klingt irgendwie ganz sweet, aber was bedeutet das eigentlich? Naja, das bedeutet, es sind beispielsweise an diesem einen Ort, weiß nicht, 100 Leute, die tatsächlich dort waren und dann wird da ein Rauschen draufgelegt. Das heißt, die Zahl, die nach außen preisgegeben wird, ist dann vielleicht 105 oder 110 und nicht exakt 100. Gehen da nicht aber auch Informationen verloren, die ich irgendwie da rausziehen könnte? Genau, also das ist ja eigentlich immer der sogenannte Utility Privacy Trade-off, also die Frage, wie viel Nutzbarkeit gebe ich auf, um Privacy erzeugen zu können oder garantieren zu können. Ich meine, es ist super einfach, Privacy zu garantieren. Ich lösche einfach alle Daten. So, ne? Dann ist aber halt natürlich meine Nutzbarkeit irgendwie auf Null. Da irgendwie so ein Mittel zu finden, dass das beides gegeben ist, das ist ja eigentlich so der Punkt, der dann vor allem unsere Forschung auch beschäftigt. Aber vielleicht noch an Helena, wieso sollten HerstellerInnen, App-BetreiberInnen sich den Aufwand machen? Der Gesetzgeber will das eigentlich. Der Gesetzgeber sagt auch, man müsste technisch gesehen State-of-the-Art-Verfahren einsetzen, um Daten zu anonymisieren. Die Frage müsste eher andersrum gehen. Warum ist es eigentlich so schwierig, das umzusetzen? Das liegt einfach daran, dass das Thema ständig so adressiert wird als so ein notwendiges Übel, um das man sich kümmern muss. Aber was soll denn schon schiefgehen? Wir wollen die Leute doch gar nicht ausspähen. Wir wollen doch dieses nicht, wir wollen doch jenes nicht. Aber das ist recht naiv im Sinne der ganzen verschiedenen Angreifermodelle, die es so gibt. Was ich mir eher wünschen würde, aus der anbietenden Perspektive, ist, dass dieses Thema Datenschutz und Privatsphärenschutz einfach ein bisschen besser verankert wird im Unternehmen und von Beginn an mitgedacht wird. Ich glaube, dann ist es auch keine so große Hürde. Und gleichzeitig will ja der Gesetzgeber in Deutschland, aber auch auf der europäischen Ebene, die Nutzung von Daten auch anregen im Sinne von der Entwicklung von Geschäftsmodellen und dass Industriedaten nicht quasi immer nur brach liegen. Aber widerspricht sich das nicht dann auch irgendwo? Kriegt man das irgendwie gut zusammen? Also in diesem Data Science-Bereich, der sich jetzt in den letzten 15 Jahren doch ziemlich stark entwickelt hat, gibt es so eine grundlegende Haltung, so eine Erwartung, dass wenn ich nur ganz viele Daten habe, da steckt irgendetwas an Potenzial drin, das wird mir ganz tolle Erkenntnisse liefern, daraus werde ich ganz tolle Anwendungen basteln und das löst ganz viele Probleme. Zeigt sich spätestens, wenn man so ein bisschen Beratungsarbeit gemacht hat in dem Bereich, dass es so einfach nicht ist. Ja, in Daten stecken oftmals irgendwelche interessanten Muster drin, aber ob sich daraus unbedingt etwas Sinnvolles bauen lässt, das hängt von sehr vielen anderen Faktoren ab. Und grundsätzlich ist eigentlich die bessere Vorgehensweise, sich zu überlegen, was man eigentlich machen will, warum man denkt, dass das für einen nützlich ist und sich dann zu überlegen, welche Daten ich dafür brauche. Das hilft in den meisten Fällen. Aber es ist eben diese Grundtendenz, ach, wenn ich nur die Daten hätte, dann. Ich glaube, das benötigt so ein Stück weit einen Paradigmenwechsel. Dann passt das Ganze auch viel besser zum Schutz der Privatsphäre. Und ob das jetzt ein Innovationshindernis wäre, ist es, glaube ich, nicht. Zumindest gibt es viele Leute, die argumentieren, dass Datenschutz eben kein Innovationshindernis sein braucht, sondern ganz im Gegenteil. Klar, ich meine, aus personenbezogenen Daten, gerade aus Bewegungsdaten, kann ich extrem viel Geld generieren, weil ich ja Werbung schalten kann, weil ich Einflussnahme betreiben kann. So, mir ist schon klar, dass da viel Geld drin steckt. Ich will halt nur nicht, dass ich dafür verwendet werde. So. Und ich glaube, die meisten anderen würden es halt auch nicht wollen, wenn sie gefragt werden. Ja, ich glaube, ich kann da ganz gut mitgehen mit dem, was Helena gesagt hat.
Grundsätzlich glaube ich, um das nochmal zu betonen, dass das schon einen Unterschied gibt zwischen personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten und eben solchen, die das nicht sind. Ich meine, ich habe selber auch schon bei der Technologiestiftung in der Open Data Informationsstelle gearbeitet und war da auch für zuständig, dass an Berlin mehr Daten als Open Data verfügbar sind und weiß auch zum einen, wie wichtig das ist und wie schwierig das ist, da auch entsprechende Daten zu befreien und offen bereitzustellen. Also da wäre ich irgendwie die Letzte, die sagt, Open Data ist nicht wichtig, das aber eben vor allem für Daten, die nicht personenbezogen sind. Und die, denke ich, brauchen schon nochmal einen besonderen Schutz. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen nicht ganz so strengen Blick auch auf Mobilfunkdaten, was Helena zum Beispiel meinte, weil das da bestimmt irgendwie einige Anwendungsfälle gibt, wo das für Stadtverwaltungen, für ÖPNV-Unternehmen sinnvolle Daten sind für bestimmte Fragestellungen, um da bestimmte Dienste besser bereitzustellen. Da stellt sich dann aber immer erstmal, wie gesagt, die Frage, wie wird da der Datenschutz gehandhabt? Und das muss da einfach eine andere Reihenfolge haben, was Helena eben auch schon meinte. So irgendwo müssen an erster Stelle die Zwecke stehen und die Frage, in welchem Format brauche ich die Daten? Und dann lässt sich auch eigentlich sehr häufig Möglichkeiten finden, wie die in adäquater Form auch anonymisiert da bereitgestellt werden können oder ausgetauscht werden können. Also ich nehme so zwei Sachen mit. Datenschutz sollte nicht bei den NutzerInnen abgeladen werden, weil es einfach zu kompliziert ist. Und das zweite ist so eine veränderte Denkweise bei Unternehmen im Sinne von zweckgebunden und dann quasi sich die Daten anzuschauen und welche erhoben werden sollen. Und wie macht man das jetzt, diesen Mindshift-Wechsel bei Unternehmen zu erzeugen? Also gerade aus der Wissenschaft kommt, wie tragt ihr das in die Unternehmen rein? Ich glaube, so eine Grundschwierigkeit scheint zu sein in vielen Unternehmen, wenn es um Datenschutz geht. Es gibt immer sehr wenige Personen in einem Unternehmen, oftmals nur eine, die sich mit dem Thema beschäftigt und dann dauern solche Prozesse sehr lange. Es wäre natürlich sehr schön, wenn es mehr Rechtssicherheit gäbe in dem Bereich, sodass man eigentlich wüsste, und das ist ja auch etwas, wozu wir versuchen beizutragen, dass man sagt, okay, für diese Art der Analyse ist dieses Verfahren sinnvoll und wir geben jetzt hier so ein Template vor, wie man das durchführen kann, sodass diese Prozesse schneller ablaufen. Und dann, glaube ich, kann das schon dazu beitragen, dass so ein Kulturwechsel dann vielleicht stattfindet in Bezug auf Datensammlerei. Und dann gibt es, glaube ich, auch oftmals diese Idee, sobald ich die Datenschutzerklärung ändere, dann muss ich ja irgendwie eine neue Version meiner App ausspielen. Oh ja, dann könnten sich aber die Nutzenden überlegen, dass sie das ja doch irgendwie nicht wollen. Und dann merkt man, eigentlich geht es ganz viel darum, den Leuten nicht transparent zu machen, dass sich irgendetwas ändert. Und ich glaube, das ist so oftmals ein so ein Aspekt. Ich versuche einfach möglichst viel von Anfang an zu sammeln, damit ich bloß niemals diese Datenschutzerklärungen ändern muss. Das ist eigentlich eine relativ traurige Angelegenheit, dass wir ein derart hohes Niveau an Intransparenz haben und auch auf der anderen Seite sozusagen nicht sagen, okay, ich will irgendwie, dass die Leute ja auch ganz mündig zustimmen, weil sie es als sinnvoll erachten, die Daten für dieses und jenes preiszugeben. Das ist jetzt natürlich sehr idealistisch von mir. Ist mir schon klar, dass das in dem System so nicht funktioniert, aber ich spreche jetzt sozusagen nicht aus der Perspektive der Unternehmen. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz große Hürde, dass man das eigentlich so ein Stück weit, glaube ich, versucht zu verstecken. Sagt niemand so explizit, mir gegenüber zumindest nicht, aber das ist so der Eindruck, den man gewinnt. Ich kann es ein Stück weit verstehen, unter anderem auch, weil wenn ich Daten bekomme, die auf Einverständnis basieren, niemand weiß, wer die Daten preisgibt und wer nicht. Das heißt, ich werde irgendeine Art von Verzerrtheit in den Daten bekommen, die Menschen basierend auf Einverständnis gespendet haben. Aber es gibt meines Erachtens sehr wenig Forschung dazu, wer für welche Art von Anwendung eigentlich wie bereit ist, Daten preiszugeben. Und solange man das nicht weiß, kann man auch mit diesen Daten natürlich sehr schlecht arbeiten. Aber man könnte ja auch versuchen, darüber tatsächlich mehr zu lernen. Für welche Art von Zielen, welche Menschen wie sehr bereit sind, ihre Daten zu teilen. Dann könnte ich ja auch mit solchen verzerrten Daten arbeiten, wenn ich abschätzen kann, wie hoch der Grad der Verzerrung ist. Na? Ich würde sagen, es gibt so ganz klar sinnvolle und notwendige Analysen. Ich habe so eine Maßplattform und ich will wissen, ob es vielleicht irgendwo einfach Probleme gibt und Leute irgendwie den Anschluss nicht bekommen oder irgendwo alles ausgebucht ist und Ähnliches. Das sind total plausible und sinnvolle Analysen. Genauso finde ich es sinnvoll und plausibel, dass eine Stadt Bescheid weiß darüber, wo gibt es gerade welche Micromobility-Angebote, wie werden sie genutzt, wie viel Autoverkehr habe ich, wie viel Fahrradverkehr habe ich irgendwo etc. Und ich verstehe auch solche Anwendungen, wo ich mich tracken lassen kann, weil ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass erkannt wird, wo es beinahe Unfälle gibt. Das sind alles
Zwecke, die ich total gut verstehen kann, aber die sind eben sehr unterschiedlich gestaltet und haben ganz unterschiedliche Ansprüche, beispielsweise an das Level an Informationen, das ich den UserInnen bereitstellen muss. Ne, wenn ich jetzt nur wissen will, von Haltestelle A zu Haltestelle B, ist das ein ganz anderes Setting, als dass Leute mit ihrem Fahrrad von ihrem Zuhause zu irgendeinem bestimmten Ort fahren. Ne, und diese Daten vielleicht als Open Data irgendwo bereitstellen wollen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in einem Unternehmen wäre und ich will eine App bauen, ich will sie schnell bauen und ich will damit erfolgreich werden und ich würde wahrscheinlich auf unseren Datenschutzbeauftragten oder Beauftragte zugehen und die erzählt mir dann was von Anonymisierungsmethoden oder am besten irgendwie gar nicht nutzen. Ich glaube, ich würde mich im Endeffekt dann doch wieder für gar nicht nutzen entscheiden, weil das irgendwie zu kompliziert ist. Wie kann man denn solche Anonymisierungsmethoden einfach machen? Im Zweifelsfall ist gar nicht nutzen besser. Also es gibt genug Beispiele von irgendwelchen Startups, die kurz was hochgezogen haben. Beispielsweise auch die ganzen Teststationen bei Corona. Es hat jetzt nichts mit Mobilitätsdaten zu tun, aber einfach nur, dass sehr schnell da irgendwas hochgezogen wurde, wo dann Name, Adresse, Geburtsdatum, keine Ahnung was alles an Daten abgespeichert wurde, die dann ja irgendwo als Excel-Listen im Internet rumgeflogen sind, wo man sich schon fragen kann, okay, wenn ich hier wirklich solche sensiblen Daten von Personen abspeichere und damit arbeite, dann kommt da auch eine gewisse Verantwortung einher. Und dann kann ich nicht sagen, nur weil es jetzt schnell gehen muss oder nur weil ich irgendwie in einem Startup bin und jung und agil und dynamisch sein muss, muss ich mich damit nicht beschäftigen, sondern das sollte trotzdem immer noch ein wichtiger Punkt sein. Also ich hatte selbst auch schon, wenn es irgendwie auch nur eine Befragung war, wo man irgendwelche personenbezogenen Daten mit abgefragt hatte und ich mich dann da auch mit allen möglichen Datenschutzkonzepten beschäftigen musste und der Frage, wie darf ich jetzt wie lange wo was speichern? Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man sich dann da irgendwie drüber ärgert und denkt, das ist doch jetzt eigentlich irgendwie viel zu aufwendig für so ein kleines Problem, für die paar Daten, die ich da abspeichere. Und im Nachhinein dachte ich aber, nee, ich meine eigentlich die Daten, die ich dann über Leute habe, wie gesagt, da geht eine gewisse Verantwortung einher und die Tatsache, dass ich mich damit einmal beschäftige und auch der Risiken bewusst mache, die potenziell damit einhergehen, vielleicht auch feststelle, dass gar keine so großen Risiken sind, aber dann habe ich mich damit irgendwie beschäftigt und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt und das sollte man auch als Startup irgendwie tun. Zur eigentlichen Frage. Okay, wir wissen, es gibt irgendwelche sehr kompliziert geschriebenen Paper, die über irgendwelche Anonymisierungsverfahren schreiben, die so wahrscheinlich nie irgendein kleines Startup direkt umsetzen würde, weil dann bräuchten sie erstmal irgendwie ein Team aus 5 Leuten hochausgebildeter InformatikerInnen, die das überhaupt implementieren könnten. Unser Ansatz ist, es überhaupt erstmal da Verschiedenes auszuprobieren an Verfahren und vor allem durch die Brille anzuschauen, nicht wie sieht das in einem theoretischen akademischen Kontext aus, sondern wie sieht das ganz praktisch mit Use Cases von potenziellen Unternehmen aus. Was natürlich auch gar nicht so einfach ist, weil da braucht man auch erstmal Zugang zu diesen Informationen und auch potenziell Zugang zu Daten, mit denen man das ausprobieren kann, wo wir auch so unsere Probleme hatten in dem Projekt. Aber grundsätzlich erstmal das Ganze durch diese Brille zu betrachten, ist so unser Ziel und eigentlich auch Ziel des Freemove-Projekts, da wirklich relativ konkrete Handlungsempfehlungen zu haben und da zumindest so einen Beitrag leisten zu können, dass sich nicht jeder wieder aufs Neue sehr lang diese Gedanken machen muss, sondern dass das so ein bisschen niederschwelliger wird. Um es so ganz konkret zu machen, etwas, was du ja jetzt im Rahmen des Projektes ja maßgeblich entwickelt hast, ist ja so ein Differentially Private Mobilitätsreport. Das heißt, das ist ein Softwarepaket, das ist ein Python-Paket, das ist ein Dreizeiler, den man ausführen muss. Und dann generiert mir das einen Report, den könnten natürlich auch alle sich dann entsprechend modifizieren. Und der ist Differentially Private, also mehr Privatsphäre-Garantie kriegt man nicht. Und dieses Differentially Private hängt natürlich von so einem gewissen Parameter ab. Dann könnte ich auch gucken, okay, mit welchem Parameter bekomme ich noch eine genügend hohe Utility. Aber dieser Report zeigt mir auch irgendwie, wie stark sind die Schwankungen, wie stark ist dieses Rauschen, kann ich da mit diesen Daten eigentlich noch genug anfangen. So, und das ist schon mal da. Jetzt könnte man eigentlich ganz gut sagen, hier, voilà, alle Mobilitätsanbieter in Berlin könnten das machen, so einen tollen Report generieren, einfach mal der ganzen Stadt mitteilen, wie es sich denn jetzt eigentlich so verhält mit der Nutzung ihrer Tools. Es wäre Privatsphäre schonend. Sie könnten damit sozusagen einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätsplanung leisten. Und da würde ich sagen, da ist ja schon mal einiges an so technischer Hürde in dem Bereich jetzt überwunden worden. Wir gucken uns aktuell Synthetisierungsverfahren an. Das ist quasi nochmal so eine Möglichkeit, Daten eben, die nicht aggregiert werden sollen, sondern im Rohformat bleiben sollen, davon quasi künstliche Daten zu erstellen. Das gucken wir uns gerade an, wie gut das funktioniert. Also es wären so die zwei Hauptanonymisierungsansätze, die wir uns angucken, wo wir dann tatsächlich hoffen, am Ende sagen zu können, taugen die was, zum Beispiel die Synthetisierungsverfahren? Wofür taugen sie? Welche Anforderungen muss ich an die Daten stellen? Und hier die Codepakete kann man da vielleicht schon verwenden.
Aber vielleicht noch ein letzter Aspekt. Es gibt ganz viele Datenmenschen, die man im Unternehmen einstellt. Aber ich sehe in den Unternehmen eben keine Leute, die sich mit dieser technischen Privacy-Thematik auskennen. Und was waren so eure größten Erkenntnisse in dem Projekt? Es ist ja noch ein laufendes Projekt, das heißt, ihr probiert auch noch viel aus. Aber was war etwas, was euch überrascht hat oder wo ihr denkt so, wow, das wusste ich gar nicht, dass das so eine große Hürde ist zum Beispiel? Puh, überrascht. Ich war überrascht. Also ich habe im Rahmen des Projekts auch Experteninterviews gemacht, wo ich mit ExpertInnen aus verschiedenen Unternehmen, die eben mit Mobilitätsdaten arbeiten, dazu gesprochen habe, was sind deren Zwecke, was für Modellierungs- und Analyseverfahren verwenden sie, was wird bereits für Privacy-Methoden eingesetzt. Und was mich so ein bisschen überrascht hatte, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass auch so ein Outcome aus diesen Interviews wird, dass man eigentlich relativ gut und exakt sagen kann, okay, für uns ist eigentlich das die relevante Fragestellung und wir hätten gerne diese Daten in der Form dafür, um damit dann diese Modellierung durchführen zu können und dann fließt das wiederum so und so in unsere App ein. Dass das ja eigentlich so sehr selten so klar kommuniziert werden konnte, sondern sehr häufig eigentlich genau das kam, was Helena vorhin meinte, dieses so, wir haben vor allem mal die Daten, weil damit können wir die App verbessern und wenn man aber genau fragt, wie und wie passiert das, dass es dann teilweise sehr dünn wurde. Ja, dass einfach dieser Glaube, wenn man die Daten mal hat, dann ergibt sich der Rest schon selbst. Ich glaube, das ist auch sowas, wo ich immer mehr der Überzeugung bin, dass häufig allein Daten nicht die Antwort sind. Aber das ist oft schwerer, ne? Schwerer als man denkt. Also sich genau hinzusetzen und sich zu überlegen, was will ich denn herausfinden und wie finde ich das heraus und welche Daten brauche ich dafür? Also in diesem Data Science-Bereich, wissenschaftlich, aber auch eben in der Praxis, gibt es tatsächlich ganz oft diese Tendenz, aber die Informationen habe ich nicht, aber ich habe die, die kann ich als Proxy nehmen. Und dieses ganze Benutzen von Proxys ist eigentlich... Kannst du kurz erklären, was Proxys sind? Sowas wie, du betreibst einen Webshop oder irgendeine Webseite und du möchtest wissen, ob die Leute dein Angebot da drauf toll finden, ob sie finden, dass dein Ranking-System super ist. Und du weißt es aber nicht, ob sie super finden. Und dann versuchst du das jetzt irgendwie zu messen über irgendwelche anderen Dinge, irgendwelche anderen Informationen, dann sagst du dir, wenn die viel Zeit davor verbringen, dann finden sie es vielleicht gut. Oder wenn sie viel darauf rumklickern, finden sie es vielleicht gut. Aber es bedeutet eventuell auch was ganz anderes. Und dieses Ersetzen von eigentlich notwendigen Informationen durch verfügbare Informationen, die damit irgendwie in Zusammenhang stehen, aber nicht unbedingt kausal eine Folgekette abbilden, das ist etwas, was wir ständig machen in Data Science. Und das Interessante ist, das wird ganz oft dann vergessen. Und man hat aber komischerweise keine Schwierigkeit damit, mit diesen Analysen am Ende zu arbeiten. Ja, also man muss ja schon auch darüber nachdenken, was stellen die Daten dar, die ich gesammelt habe, wo haben die bestimmte Biases, wo haben die Lücken, wo habe ich durch bestimmte Vorverarbeitungsketten dafür gesorgt, noch mehr sozusagen Informationen zu verzerren. Also dieser Datenbereich ist kompliziert und entsprechend ist auch das Design von Datenanalysen eigentlich komplizierter, als man es gerne hätte. Und es benötigt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Geduld auch bei Unternehmen, wenn sie etwas wirklich vernünftig implementieren wollen. Und Alexandra, du meintest gerade schon, Daten sind, oder viele Daten sind nicht immer die Lösung. Was ist denn dann die Lösung? Eigentlich genau das, was Helena gerade meinte. Also ja, häufig irgendwie der ganze Gedankenprozess, der drumherum passiert, sich den erstmal zu stellen und dann sich explizit die Daten dafür zu holen. Ja, hat nicht mehr direkt was mit unserem Projekt zu tun. Das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung von mir. Aber ich denke, dass gerade im Bereich der Mobilität wir an vielen Stellen häufig die Lösungen eigentlich auch schon kennen. Also wenn wir irgendwie die Verkehrswende haben wollen, wenn wir irgendwie weniger private PKWs haben wollen und so. Es gibt so viel Forschung, die es bereits dazu gibt, wie man richtiges Parkraummanagement macht, wie man den ÖPNV richtig gestalten muss, wie man Pull- und Push-Faktoren richtig setzen muss, um da einen Shift zu schaffen. Und ich glaube, häufig ist es eher ein politisches Thema und die Frage, wie kommuniziert man sowas gut, wie schafft man sowas irgendwie wirklich auch umzusetzen, wie schafft man es mit richtigen Beteiligungsverfahren, um die Bevölkerung mitzunehmen und das häufig eher die Fragen sind als die Frage, welche Datenanalyse muss ich jetzt noch exakt tun, damit die Verkehrswende richtig funktioniert. Das heißt ganz konkret, mehr Daten ersetzen nicht einen mangelnden politischen Willen. Exakt, genau.
Also vielleicht nochmal, wo man mehr Daten braucht. Ne? Also es gibt schon natürlich Anwendungen, für die man mehr Daten braucht. Ne? Jetzt mal aus einem anderen Bereich, die Sprachmodelle, die wir heutzutage haben, mit denen man extrem viel macht und machen kann. Die trainiert man nicht auf einem Korpus von ein paar tausend Zeilen, sondern die trainiert man irgendwie auf der ganzen Wikipedia und Google News und anderen News-Sites etc. Ne? Und entsprechend ist es vermutlich auch davon auszugehen, dass irgendwelche Algorithmen die Daten synthetisieren sollen, Mobilitätsdaten irgendwie generieren sollen, die sind zwar künstlich, aber sehen echt aus, jetzt in Anführungszeichen, dass die schon auch irgendwie mehr Daten benötigen werden, damit die gut funktionieren, weil die unter der Haube eigentlich auch aus dieser Ecke kommen, ja, von so Sprachmodellen oder auch aus der Bild- und Videoverarbeitung. Und das sind schon eher datenhungrige Verfahren. Also wenn ich da besser werden will, auch in der Forschung, dann wird es solche Datensätze brauchen. Und insofern ist es auch wichtig, solche Datensätze dann tatsächlich zu erheben, damit ich überhaupt solche Synthetisierungsverfahren gut entwickeln und testen kann. Wenn sie mal gut funktionieren sollten, könnten die wirklich ganz cool sein, um tatsächlich viel Modellierung zu ermöglichen, dabei die Privatsphäre zu schützen. Aber es gibt halt eben sehr wenig solcher Datensätze. Übrigens nutzt das als so eine Minisekunde für Werbung. Wir machen demnächst auch eine Erhebung gemeinsam mit der DLR. Und genau, da möchten wir auch gerne Datensätze erheben und die sollen auch in die Evaluation von so Synthetisierungsverfahren fließen. In dem Sinne, lass uns nochmal so eine Abschlussrunde machen und überlegen, sagen wir mal in so nicht allzu ferner Zukunft, 5 Jahre in die Zukunft gedacht, was hat sich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen auch zum Besseren verändert, auch natürlich durch euer Projekt? Wenn man es jetzt besonders auch auf Mobilität vielleicht nochmal bezieht, dass natürlich irgendwie Potenziale, um Mobilität effizienter zu machen, bedarfsoptimierter. Alle die Punkte, die wir uns eigentlich wünschen für eine bessere Mobilität in der Zukunft, dass die tatsächlich auch umgesetzt werden können. Unterwahrung von Privatsphäre, aber gleichzeitig natürlich die Unternehmen auch ja nicht immer jahrelange Prozesse haben, dass sie ihre Analysen bewilligt bekommen, dass sie Daten nutzen dürfen. Genau, und da würde ich auch anschließen, dass wir eben diesen Transfer von der Forschung in die Praxis weiter vorantreiben, damit auch dann so ein Stück weit eben mehr Rechtssicherheit herrscht, aber auch technologische Sicherheit im Hinblick darauf, was ist eben für welchen Anwendungsfall angemessen und sinnvoll zu nutzen, welche Risiken birgt es und welche Schwächen hat es gegebenenfalls irgendwie für die Nutzung der jeweiligen Daten. Genau, da möglichst einen guten Überblick zu schaffen, sodass diese Entscheidungsprozesse leichter funktionieren und was dann aber auch gleichzeitig hoffentlich einen höheren Schutz der Privatsphäre der jeweiligen Individuen sichert, weil man damit eigentlich auch Standards setzt. Und das würden wir doch ganz gerne dann Beitrag leisten. Ja, hohe Standards. Und haben auch Sie gerade schon zum Handy gegriffen und Ihre Einstellungen überprüft? Mehr Daten sind nicht immer die Lösung. Manchmal braucht es eben doch entsprechende Expertise und die richtigen Leute. Da haben wir eine Lösung für Sie. Im EMIT-Netzwerk für ExpertInnen rund um die Mobilität und Daten gibt es die Funktion Personensuche und ein schwarzes Brett, wo Sie unter anderem nach passenden ProjektpartnerInnen suchen können. Aktuell suchen auch gleich mehrere EMFAN-Projekte nach Kooperation. Schauen Sie doch einfach mal vorbei auf emmet.io. Bis zum nächsten Mal bei Emmet in Transit. Emmet in Transit ist der Podcast der EMFAND-Begleitforschung des unabhängigen Thinktanks iRights Lab und wird gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Redaktionelle Umsetzung und Produktion iRights Lab, Henrik von Holtum und Jan-Paul Herzer. Mehr Infos auf emmet.io und iRights-lab.de. Die Episoden stehen unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung.